Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal sind wir hier in Velen stehen geblieben. Wir sind nämlich auf der Suche nach den verbesserten Bärenrüstungssets. Also da einmal die verbesserte Bärenrüstung und die meisterliche Bärenrüstung. Wir machen das so ein bisschen parallel. Ich habe jetzt mal nochmal nachgeschaut, wo die restlichen Teile sind, weil beim letzten Mal bin ich ja davon ausgegangen, dass eine Quest hier beginnt. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen gehen wir jetzt aber erst die meisterlichen Sachen holen, weil die einfach hier in Velen sind. Ich habe mir aber auch markiert, wo noch die restlichen verbesserten Bärenrüstungssets sind. Und danach gehen wir natürlich wieder in das Gebiet Tussor im DLC Blood and Rhine. Genau, das ist so das, was ich in diesem Part hier schaffen möchte. Mal gucken, wie gut wir da vorankommen. Natürlich zählt auch noch dazu, die Rüstung dann herzustellen. In der Hoffnung, wir haben alle Zutaten. Davon würde ich jetzt aber erstmal ausgehen. Das nächste Rüstungsset, was wir suchen mit der ganzen Rüstung, ist hier. Deswegen markiere ich mir das mal und dann reiten wir dahin. Eigentlich nicht weit, aber ich habe schon gesehen, dass das Gebiet ein bisschen das Problem werden könnte. Hier kommen wir nicht hoch. Müssen wir mal schauen, wie wir vorbeikommen. Kommen wir hier hoch mit Plötze? Plötze gibt dein Bestes. Komm, du schaffst das. Nein, du schaffst das nicht. Wir, komm, komm. Was? Geralt? Du hast das Ende der Welt erreicht. Okay. Dann machen wir es anders. Pass auf. Wir gehen hier. Nein. Das wollte ich nicht. Finde ich merkwürdig. Aber dann laufen wir kurz. Da haben wir einfach eine bessere Möglichkeit, das Ganze zu überbrücken. Ist das da oben der Baum, mit dem wir mal waren? Also wo waren das? Das war die Questreihe mit den drei Mumen vom Buckelsumpf. Aber nee, das kann da gar nicht sein. Was ist das dann für ein Baum? Interessant. Nebling, nö. Machen wir nicht. Aber uns fehlen da noch drei verbesserte und jetzt zwei Sachen, die wir für die meisterliche machen müssen. Na komm, Geralt, danke. Werden wir alles gut in diesem Part schaffen, glaube ich. Davon bin ich überzeugt, wir haben ja beim letzten Mal schon einiges geschafft. Daher, wenn ich mal gucke. Na klar. Außer ich brauche hier so lange jetzt hier den Berg hier halber zu erklimmen. Willst du mir jetzt sagen, hier ist ein Map-Ende oder? Wie komme ich dann am blödsten hier hin? Wir gehen mal von der alten Eiche aus. Finde ich ein bisschen verwirrend, dass hier dann Map-Ende ist und so nah dann die... Ach, weißt du was? Wir laufen dann doch. Ach, das ist der Baum. Ja, wir laufen einfach. Weiter geht's. Das andere meisterliche Rüstungsset ist dann auch in einem Berg. Ich weiß gar nicht, wo genau dann. Aber ich weiß, wo der Berg ist. Berg. In der Höhle. Ist nur mit so einem Bergsymbol gekennzeichnet. Darum mal gucken. Da hinten ist unser Ziel, dieser Turm. Da wartet auch noch ein Gegner auf uns. Stufe, ich weiß gar nicht, müsste ein Zyklop aber sein. Habe ich erfahren. Darum, aber ich bin mir sicher, hier in Velen sind wir dem Level auf jeden Fall entsprechend gut gewappnet. Mit Stufe 40, was sind wir? 35, 40? 45. Knapp. Dann dahinter. Hier gibt es dann auch einen Schnellreisepunkt für Leute, die das interessiert. Vielleicht sammeln irgendwelche Leute alle Schnellreisepunkte. Gibt ja alles eigentlich. Gibt auf jeden Fall Leute, da weiß ich, die es bei Elden Ring gemacht haben. Darum, warum auch nicht hier? Das habe ich aber nicht vor in diesem Projekt. Das fände ich selbst ein bisschen langweilig. Unser Augenmerkmal liegt dann nach der verbesserten Rüstung auf der Story. Bist du's? Nö. Du bist. Cool. Ja, wisst ihr was? Manchmal muss man sich auch den Gefahren im Leben einfach nicht stellen. Da kann man auch einfach mal weiter. Das nächste Teil befindet sich hier in dieser Höhle. Davon können wir ganz einfach hin. Das müsste sogar das Dorf sein von, wie hieß sie denn, womit uns auch das die Verteidigung von Kaer Morhen gemacht hat. Die haben wir echt am Anfang getroffen. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber das müsste der Ort eigentlich sein. Plötze? Die wurden uns auch auf jeden Fall auf diese Insel geschickt hat. Leute, die Witcher gespielt haben oder das Projekt gesehen haben.
Wissen, wen ich meine? Hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und... Gut, da entferne ich mich. Da habe ich... Ah nein, das war diese vermisste Tochter-Questline, gell? Mit diesem Bären und... Irgendwie so war das doch. Das war gar nicht da, wo ich meinte. Aber käme auch hin von der Position. Da unten müssen wir hin. Kommen wir hier hin. Ich habe Angst, dass Geralt stirbt bei Fallschaden. So, wir gehen einfach weiter. Nein, du bist Stufe 6. Lass es doch. Du musst auch wissen, wann Schluss ist. Grüß Gott, die Herren. Ich hätte gerne ein meisterliches Stahlschwert? Silberschwert? Irgendein Schwert. Magische, nee, magische Lampe ist schlecht. So, nehmen wir einfach mal ein Licht mit. Bist du das? Ja. Meisterlich gefertigtes Bären-Stahlschwert. Da müssten wir alle meisterlichen Sachen haben. Und deswegen gehen wir jetzt wieder nach Skellige. Die erste Sache ist eigentlich relativ einfach. Die ist einfach in diesen Turm. Da gehen wir auch von hier hin. Dorthin. Weil das wird nicht bewacht. Kein Gegner. Man muss einfach nur den Turm hoch an der Seite und da müsste sie dann sein. Dann hatte ich auf jeden Fall recht, dass in dieser, wenn ihr euch daran erinnert, beim letzten Mal, wo ich euch gezeigt habe, an dieser Ecke, so eine Höhle sein müsste. Ich weiß ein bisschen jetzt genauer, wo sie ist. Und dann fehlt uns noch eine in einer anderen Höhle mit drei Trollen. Ich weiß nicht, ob man die dann besiegen muss, ob man mit denen reden kann. Normalerweise sind ja die Trolle hier in dem Spiel relativ intelligent, würde ich mal sagen. Oder zumindest so, dass man mit denen eigentlich verhandeln könnte. Mal schauen, ob das uns gelingt oder ob die direkt angreifen oder wie oder was. Das ist aber auch dann erst gleich unser Problem. Kümmern wir uns erstmal jetzt hier um das Teil. Das ist nämlich das verbesserte... die verbesserten Bärenhandschuhe. Nice, nice. Nehmen wir mit. Dann kümmern wir uns... Jetzt ist die Frage, von wo kommen wir am besten dahin? Es ist hier bei diesem kleinen Hügel, sage ich jetzt mal. Hast du einen Bootszugang? Ja, könnte es sein. Wir gucken mal. Das wäre natürlich ideal, weil Schwimmen ist ein bisschen blöd da, die Entfernung. Aber ich sehe doch schon ein Boot. Sehr schön. Hier haben wir wieder gut Sachen mitgenommen. Sehr gut. Mehr Sachen, wo möglicherweise uns helfen werden, die Rüstung dann herzustellen. Da werden wir dann auch gleich zu den entsprechenden Leuten hingehen. Also legendäre oder meisterlicher Rüstungsschmied und meisterlicher Waffenschmied. Müssen wir zwei Orte ansteuern. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Rüstung, weil das einfach mehr Teile sind. Aber ja, schauen wir mal. Die Bärenrüstung kriegt dann auch ein neues Aussehen, soweit ich das weiß, mit jeder Stufe. Deswegen zeige ich dir euch ganz kurz zumindest die Rüstung. Die Schwerter sind jetzt, glaube ich, weniger interessant. Ich würde sogar aktuell ein bisschen hoffen, dass das meisterliche Bären-Silberschwert, glaube ich, schlechter ist als unser jetziges, weil das ist ja aus dem Heart of Stone DLC. Kriegt ja auch so einen kleinen Boost, wenn wir damit häufiger angreifen, glaube ich zumindest. So sieht es zumindest für mich aus. Sind wir jetzt hier schon richtig? Ah, wir haben noch 300 Meter, dann sind wir hier noch nicht richtig. Darum, von mir aus darf das gerne schlechter sein. Wir müssen auch mal schauen. Diese Runen haben wir auch noch aus dem Heart of Stone DLC, da waren wir noch nicht. Bringen uns auch nochmal irgendwas, ich weiß aber gar nicht was. Und ansonsten wäre es mal an der Idee, wieder ein Bild fertig zu bauen. Jetzt wo wir in Blood and Wine sind, haben wir dann am Ende alle Möglichkeiten offen für ein fertiges Bild. Mit einem richtig guten Bild würde ich mir sogar zutrauen, das Spiel auch noch auf Todesmarsch zu stellen. Wir sind ja auf dem vorhöchsten Schwierigkeitsgrad, sage ich mal. Blut, Schweiß und Tränen, glaube ich, müsste der heißen. Deswegen, ja, mit einem richtigen Bild wäre das, glaube ich, kein Problem. Ansonsten, wir wären noch häufiger gestorben. Ist vielleicht so ganz gut, wie wir das gemacht haben. Trotzdem entspannt, finde ich, dadurch, dass es ja auch mein zweiter Run war. Geralt, lass mal los. Kann man das auf jeden Fall machen. So, hier müssten zwei Banditen drin sein, wenn ich das richtig weiß. Stufe 26. Wir nehmen auf jeden Fall einiges wieder mit. Wir können auch mal wieder unsere Floren umtauschen.
Da müssten wir auch einiges an Geld kriegen. Können wir auch bald, glaube ich, gebrauchen, eine große Menge Geld. Schauen wir mal. Rechts halten war, glaube ich, die Devise. Hier ist kein Gegner und aber auch nichts Rüstungsmäßiges. Dann vielleicht doch nicht rechts halten. Das hier sieht vielleicht aus als... Ah, ne, du wirst geplündert. Dann hier. Hier sind zwei Gegner. Ich glaube, das sind die, wo ich meinte. So, hallo Leute. Manfred Großbart. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Das hat schon irgendjemand anderes gesagt. Du bist aber trotzdem keine Gefahr. Ach du, ihr seid drei. Tut mir leid. Ich bin eigentlich nur hier für... Ja, für was bin ich denn hier? Ich bin hier für, ich glaube, diese Truhe. Fährtenleser. Verbesserte Bärenrüstung, ja. Sehr schön. Und dann haben wir noch eine Sache. Da müssen wir mal gucken. Da konnte ich es nicht ganz genau bestimmen. Das müsste in etwa aber hier sein. Wie kommen wir da am blödsten hin? Ich würde sagen, von hier aus und dann reiten. Das ist auch eine Höhle mit diesen Trollen, wie gesagt, die ein bisschen weiter oben gelegen ist. Deswegen, ich tue aber mal... Geralt, bleib mal stehen. So, wir gehen mal wieder kurz hier hin, bis es ein bisschen heller ist. Ist angenehmer. Und damit sind unsere Sachen... Das darfst du auch gerne. Damit sind unsere Sachen auf jeden Fall aufgefüllt. Ich will zu dem letzten Rüstungspiece, was uns fehlt. Ja, jetzt müsste ich den Weg kennen. Ich glaube, das hier dürfte der richtige sein. Folgt plötzlich nicht automatisch der Straße, wenn ich nichts mache? Ja, perfekt. Wusste ich noch. Schauen wir mal, 400 Meter. Vielleicht können wir schon was erkennen, wo das sein sollte. Dann haben wir es ein bisschen leichter, aber lang nicht mehr. Dann schaffen wir tatsächlich in dem Part sehr viel. Das ist schön, das freut mich. Klar, wir haben auch eine halbe Stunde Zeit, aber manchmal verfliegt so eine halbe Stunde echt schnell. Vor allem, wenn man irgendwie was vorhat und Spaß dabei hat. Das ist echt schlimm bei Videospielen. Fangt gar nicht damit an. Gut, wir haben 100 Meter. Langsam müssen wir hier hoch einfach. Deswegen gehen wir hier mal weg von der Straße. Gehen hier hoch. Hier haben wir einen kleinen Feldweg. Das sieht schon mal gut aus. Und da ist die Höhle. Ich habe es ja fast perfekt markiert. Als hätte ich es mir gemerkt. So, hallöchen, liebe Trolle. Also ich kenne doch eine Geschichte mit Trollen, aber ist das die? Hallöchen, Jungs. Tschüss. Nee, nicht essen. Wir könnten auch... Wenn ihr mich lasst, hier ist die Truhe. Bitte. Leute, das will doch keiner. Ah, das war eine dumme Idee. Ich finde schön, dass nur einer kämpft. Au, der macht echt gut Schaden. Also Stufe 16. So, lasst ihr mich? Wir können ja mal weggehen. Was machen die? Gar nichts. Okay, dann müssen wir die töten, leider. Vielleicht gab es hier eine Questline, ich weiß es nicht. Hm, wenn ja, weiß ich leider... Aua! Nicht mehr welche. Das ist sehr schade, aber wir werden es überstehen. Ich hoffe auf den Angriff. So. Tut mir leid, Schwindler. Aber ich hätte gern die Sachen... Also ich vermute mal, irgendeine Quest wäre hier oder scheitert jetzt damit, dass wir die drei schon getötet haben. Aber wir haben jetzt, wenn ich mich nicht vertan habe, alle Rüstungssachen. Deswegen können wir jetzt da zurück. Zum Beginn wir beim blutigen Baron. Wählen Niemandsland. Und dann hierhin. Burgdorf, das ist eine... Ich wusste gar nicht, ist das schon immer so ein Wegpunkt gewesen? Habe ich den jemals nie... Also, ich habe den doch... Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich mir selber nicht sicher. Naja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Zumindest sind wir direkt hier. Also mir eigentlich egal, ob der schon immer da war. Jetzt hat er uns auf jeden Fall Zeit gespart. Hallo, Joana. Schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Rüstung fertigen. Ich brauche eine Rüstung.
um eine Hexerrüstung, richtig. Wir brauchen die erst Bärenhandschuhe, meisterlich gefertigten Bärenhandschuhe, verbesserten Bärenhandschuhe. Und dann... Dunkelstahlbahn, müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen. Aber wir können erstmal Handschuhe weg, dann haben wir Hose. Und zwar die verbesserte Bärenhose. Dann Oberkörper, der verbesserte... Wissen wir noch gar nicht. Verbesserte Bärenrüstung. Dann haben wir noch Stiefel. Die müsste auch weiter unten sein. Überlegene Bärenstiefel. Meisterlich? Ah, verbessert. Ah, überlegen ist nochmal was anderes. Überlegene Bären. Aber habe ich die anderen überlegenen Sachen schon? Überlegene Bärenhandel. Ja, aber dafür fehlen mir auch Dunkelstallbahnen. Wo haben wir denn die überlegenen Sachen her? Was haben wir jetzt gesammelt? Verbessert oder überlegen? Ich bin mir selber nicht sicher. Habe ich das überall? Vielleicht haben wir die auch irgendwo storymäßig bekommen. Ja, theoretisch könnte ich sie mir kaufen. Gegenstände müssen auf Großmeisterstufe verbessert werden, um Boni freizuschalten. Ja. Reparieren? Nee. Du hast aber die Sachen nicht, oder wie? Das ist Shadi. Hat das vielleicht einen Kumpel? Sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. So, Tachchen, was hast du im Angebot? Ich bräuchte Handwerk. Hast du die Sachen? Oh ja, teilweise hast du sie. Aber ich brauche erstmal die verbesserten. Hä? Ich habe doch die, oder hat die mir da jetzt was gefehlt? Was hatte ich jetzt für Schuhe? Moment, leb wohl. Leb. Es ist ein bisschen, gerade kompliziert für mich. verbessert. Dann haben wir hier überlegen. Okay. Überall verbessert, außer bei Schuhen. Okay. Da brauchen wir die meisterlichen. So, pass auf. Ich würde mir Handwerk. Jetzt, da brauche ich hier die überlegenen meisterlichen Bärenstiefel. Wo sind die denn? Verbesserte Bären... Überlegene Bärenstiefel... Hä? Bärenstiefel. Oder sind die verbesserten dann die anderen? Stufe 30. Bärenrüstung. Ich hätte gerne einen Filter. Kann ich das mehr machen? Stufe ist nicht zu niedrig, gibt's hier nicht. 25, 30, das wird... Aber der hat auch nicht die Demeritplatten. Dann haben wir Handschuhe. Hier steht meisterlich dabei, gell? Da ist auch überlegen. Aber hier können wir das kaufen. Schema wird jetzt im Handelsfenster. Ich würde das gern kaufen. Danke. Damit das. Dann haben wir da die drei Stufen. Hose, was haben wir da? Überlegene Bärenrüstung. Okay, das sind dann die überlegenen einfach. Dann müssen wir nur schauen, wo wir noch einen Dimeritium-Barren herkriegen können. Damit schalten wir plus 25 frei. Das ist schon gut. Dimeritium-Platte, okay. Okay. Leb wohl. Ach ja, ich wollte euch eigentlich die Skins zeigen. Hier seht ihr das Oberteil noch. Die anderen sind ja eh nicht wichtig. Alchemie können wir mal kurz gucken. Was haben wir da? Quest, Reinigungsmixtur, keine Ahnung wofür. Tränke, verbesserter Donner, nehmen wir mal mit. Sonst fehlen uns hier ein paar Sachen. Müssen wir mal gucken, ob wir die auch irgendwo kaufen können. Öle, Hybridöl nehmen wir mit. Wir nehmen das mit. Und jetzt fehlen uns Sachen, weil mir fehlen Bärenfett. Naja, gut. Muss Geralt wissen. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz zum Meisterschmied. Und kümmern uns mal um die Waffen. Der war... Hier war der, gell? Deswegen gehen wir hier lang. Wo kriegen wir diese komischen Platten her? Wir müssen mal gucken, ob jetzt ein Oberkörperteil dann noch besser ist.
Ich glaube bei den anderen Sachen nicht. Weil die Bärenrüstungen sind schon ziemlich gut. Ja, hier haben wir bessere Sachen. Aber bei sowas wie Schuhen oder so müssten wir am besten sein. Nee. Aber wir haben halt hier einen Bonus und haben noch keine Sachen drin. Das heißt, in Hexausrüstung 0 von 6 Gegenstände müssen auf Großmeisterstufe verbessert werden. Ist das nicht Großmeisterstufe? Nee, wahrscheinlich nicht. Großmeisterstufe ist dann das, was in Blood and Wine dazu kam. Dann lohnt sich's auf jeden Fall. Müssten wir mal gucken, wo man die Sachen findet. Ich habe eine Vermutung sogar schon. Das ist die falsche Richtung. Ich habe eine Vermutung, es gibt da so eine bestimmte Festung. Ich glaube, da gab es irgendwas Wertvolles. Die habe ich immer gerne als Kampffeld auch genommen. Sind wir hier richtig? Ich sterbe. Ja, wir drehen eine kurze Bonusrunde. Vielleicht waren wir vorhin dann doch nicht falsch. Upsi. Passiert. Passiert den Besten, sage ich immer. Geralt. Möchtest du dein Geld bei mir ausgeben? Geralt. Ich finde aber schön, dass die immer 24 Stunden Schichten schieben. So muss das. Vor allem die Waffen schmieden. So, grüß Gott. Kannst du mir was anfertigen? Ich hätte gern... Jetzt nehmen wir mal die Bärenarmbrust mit. Damit wir die haben. Kein Bolzen. Wir brauchen nur Silber. Dafür hätte ich gern das... meisterliche Bären-Silberschwert. Dafür fehlt mir Rebis. Überlegen. Achso, dafür brauche ich erstmal das Überlegen. Wo ist denn das? Viper, verbessert das. Hier. Das kann ich aber kaufen. Bist du teuer? Besser das Bären-Silberschwert? Ja, jetzt fehlt mir Rebis. Das Überlegene habe ich doch jetzt, oder? Nee, warte mal. Verbessert das? Verbessert das. Stufe 34, meisterlich. Bären-Silberschwert? Mir fehlt ein Bären-Silberschwert, oder? Ich schau mal bei den Stahlwaffen. Haben wir da alles? Bärenschwert, meisterliches Bärenschwert. Verbessert das Bärenstahlschwert. Dafür fehlt mir das. Habe ich nicht das Stahlschwert gemacht? Bärenstahlschwert? Okay. Ja, habe ich mir gedacht, brauche ich schon gar nicht. Einmal das. Verbessert das Bärenstahlschwert. Und überlegenes Stabär. Fehlen mir zwei Schwerter. Oder ich bin blind. Das kann natürlich auch sein. Markham Stahlschwert. Sieht mächtig aus, ist aber schlechter. Schwarzes Einhorn. Ja, wenn wir noch ein paar Stufen haben. Vipern Gift Stahlschwert. Meister. Ach nee, das ist die Stufe von dem Typen, glaube ich, oder? Ja, sieht so aus. Also entweder fehlt mir noch jeweils eine Waffe, muss ich mal gucken. Gut, da die wahrscheinlich jetzt schlechter sind, haben wir sie zumindest. Das wäre dann was fürs nächste Mal. Bis dann. Lebe wohl. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir die Sachen in Toussaint kaufen. Aber die sind wahrscheinlich schlechter, gell? Schlechter um einiges, okay. Den Bogen können wir mal mitnehmen. Der ist, glaube ich, ganz gut schon. Dann ist das was fürs nächste Mal. Aber ich mag die Rüstung. Die sieht so in der Kombi ganz cool aus, auch wenn der Oberkörper da gar nicht zu gehört. Haben wir was Besseres? Nee. Ja. Krass, dann waren wir aber schon ziemlich gut ausgerüstet dafür. Ach, das ist die von Ding. Von Everest. Gut. Dann geht's jetzt auf die Weltkarte und jetzt gehen wir mal wieder in die Hauptquest. Noch die letzten paar Minuten. Wir waren stehen geblieben auf dieser Brücke. Das müsste hier die zum Basilisk gewesen sein. Und hier, glaube ich, gibt es die legendäre Sache. Zumindest ist das ein besonderes Camp. Aber schaut mal, wie schön groß die Map ist. Wir haben hier einiges an Spielspaß. Darum, das dauert auf jeden Fall länger als Heart of Stone. Und zum Glück. Ich mag das DLC mehr als Heart of Stone. Wäre es andersrum? Wobei,
Man muss es ja auch immer zu anderen Spielen vergleichen. Da ist auch Heart of Stone ein richtig großartiges Game. Oder DLC, besser gesagt. Aber, ja, Blood and Wine, dadurch, dass es eine neue Region hat, die mir sehr gut gefällt, mag ich es einfach. So, dann Plötze. Schön, dass du mitgekommen bist. Und wir gehen nach da hinten. Und schau mal, geh nach Corvo Bianco und untersuche die Leiche im Keller. Das werden wir machen. So, mal gucken. Es ist so ruhig hier. So friedlich eigentlich. Auch wenn wir wissen, hier ist irgendwie jemand gestorben. Hier, ja, Plötze, bleib mal da. Du machst es perfekt. Tarn dich. Tarnen und täuschen. Hallöchen. Verdammt, der Mörder muss noch hier sein. Na dann. Hallihallo. Muss im Keller sein. Klauenspuren. Fünf einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Mhm, der ist gerade vor unseren Augen gestorben. Der Angreifer hat den Wagen mühelos umgeworfen. Flussschlamm. Der Leichnam wurde in diesem Wagen transportiert. Okay, haben wir noch irgendwas? Mal kurz gucken. Da unten, der kommt ja nicht raus. Sag ich. So. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss. Abgesehen von der Länge der Eckzähne. Massakriert. Es war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Okay. Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Das heißt, wir wissen schon mal grob, welche Art von Biest wir suchen. Eine besondere Art Vampir anscheinend. Von kleinen, bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Von der Treppe gefallen, hat sich das Genick gebrochen. Oh, das ist doch ein blöder Tod. Das muss doch nicht sein. So, du bist auch tot? Schade. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Wie viele Wachen hier aber plötzlich sind? Mal so zur Sicherheit. Man muss sehr stark sein. Lass doch die Waffe draußen. Das glaube ich. Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Mit einem Menschen. Kann man mal nehmen, wenn der so rumfliegt. Hallo? Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Doch, du könntest. Du willst nur nicht. Aua. Bringt hier... Wir nehmen mal Quen. Oh. Ja, weg. Mal kurz das. Okay. Ich sehe, wo du bist. Au, au, Geralt, lass dich doch nicht treffen. Ich weiß noch nicht, ob ich das richtig gerade mache. Weil richtig Schaden nimmt sie auch nicht. Ja, immer ein bisschen. Also guten Schaden teile ich jetzt nicht aus.
Au. So. Zumindest haben wir schon zwei Drittel davon weg. Von ihrem Leben. Ja, was hast denn du gedacht? Hast du gedacht, du kannst jetzt einfach kurz dich unsichtbar machen und dann als wäre nichts? Ja, okay. Können wir machen. So, das war's. Und weggeploppt. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Irgendeine Hand hat sie da gesucht. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Schauen wir mal den Kopf an. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Börse mit Florin. Gigantische Florin, aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Okay, wir wissen, das Monster haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal nicht gefunden. Das, was wir eigentlich gesucht haben, es war nur ein anderes. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Boxer. Das macht es jetzt wieder komplizierter. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Gute Idee. Gut, dann haben wir es. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Das hört sich nach einem Plan an. Suche Palmerin auf und bitte ihn, dich zur Königin zu bringen. Da müssen wir raus. Mal gucken. Oh, mittlerweile ist Tag. Sehr schön. Das sieht doch das Ganze hier gar nicht mal mehr so schlecht aus. Ich würde sagen, das war's für den Part, weil wir sind schon am Ende für heute. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne wieder in den nächsten Part rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Part. Tschüss.